Hallo, diese Aufgabe, glaube ich, ist ein bisschen schwieriger. Deswegen wollte ich dir mal genauer erklären, auch weil hier erklärt wird, wie man eben aus Punkten einen Funktionsterm bildet und das mal wieder für die Oberstufe wirklich, wirklich wichtig ist. Okay, nochmal kurz die Situation. Wir haben also die Sophia und die Sophia springt vom 10-Meter-Turm, was hier eben in der Skizze symbolisiert ist. Wir gehen beim Sprung davon aus, dass sie quasi waagrecht abspringt, das heißt, sie läuft nur über die Kante und lässt sich dann fallen. Und jeder Sturz in den natürlichen, also jeder Sturz ist eine Parabel tatsächlich. Das werden wir in Physik nochmal genauer besprechen. Aber es hängt damit zusammen, dass man nach unten beschleunigt wird. Und wenn man konstant beschleunigt wird, geht es ja immer schneller nach unten. Und das ist dann die Form einer Parabel. Genau, das spielt hier aber keine Rolle. So, die Punkte, die hier gegeben waren, war der Absprungpunkt, und zwar eben der 10-0er, Entschuldigung, der 0-10er und der Punkt 5-5, weil es wurde ja gesagt, dass sie, nachdem sie 5 Meter gefallen ist, dann auch 5 Meter vom Turm entfernt war. Das heißt, wir haben zwei Punkte und sollen aus diesen zwei Punkten nun die Funktion bilden. Ein Punkt ist besonders, nämlich der 0-10. Das ist der Scheitel, weil es eben der höchste Punkt der Parabel ist, weil sie waagrecht abspringt. Das ist total wichtig, weil wir dann zwei Informationen aus diesem Punkt ziehen können und nicht nur eine. Und hier schon wieder ein allgemeiner Tipp. Allgemein ist es so, wenn man in einer Gleichung n Unbekannte hat, dann bräuchte man auch n Punkte, um diese Gleichung zu lösen. Jetzt haben wir hier nur zwei Punkte. Und egal, welche Form der quadratischen Funktion wir anschauen, jeder hat eigentlich drei Unbekannte. Und wir können es nur lösen, weil wir wissen, dass das obere der Scheitel ist. Das ist quasi unsere dritte Zusatzinformation. Das heißt, ich schreibe mal dazu, erste Information, also erstens, zweitens und das ist drittens. Und so schaffen wir das. Genau. Ja, dann legen wir mal los. Wir haben den Scheitel gegeben, also bietet sich's total an, die Darstellung der Scheitelpunktform der Funktion zu nehmen. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben f von x ist gleich a mal so x minus xs, wobei xs eben keine Variable ist, sondern der x-Wert des Scheitels zum Quadrat plus ys. Und jetzt sehen wir schon sofort daraus, dass s der Scheitel ist. Kriegen wir eben beide Informationen, nämlich einerseits, dass der das xs 0 ist, weil der Scheitel ja direkt auf der y-Achse liegt, und zweitens, dass der y-Achsenabschnitt, oder ist jetzt eigentlich falsch gesagt, dass der y-Wert des Scheitels, so ist es richtig, 10 ist. Also können wir die Gleichung gleich viel besser notieren, und zwar f von x ist gleich a mal x minus 0 zum Quadrat plus 10. Das schaut irgendwie nicht so dolle aus. X minus 0 ist ja einfach x. Also schreiben wir, dass es gleich ax Quadrat plus 10 ist. Ist immer noch die Scheitelpunktform, einfach mit der Verschiebung 0 in Richtung x. Super, jetzt haben wir nur noch einen einzigen Punkt, aber auch nur noch eine einzige Unbekannte, nämlich nur noch das a. Das heißt, wir stützen uns einfach auf die zwei Sachen und werden versuchen, aus dem Punkt P das a rauszufinden. So, und das, was ich jetzt mache, ist die sogenannte Punktprobe. Das heißt im Endeffekt, wir setzen den Punkt einfach nur ein. Wie setze ich ihn ein? Ich habe hier nur ein a und ein x, aber ich setze ihn ja nicht fürs a ein, weil das a würde ich rausfinden. Wir setzen es einfach so ein. Ein Punkt ist ein x und ein y-Wert. Der x-Wert wird natürlich für x eingesetzt und der y-Wert ist ja das, was rauskommen soll. Das heißt, der wird für das f von x, also für die andere Seite eingesetzt, eben für das, was rauskommt. Das ist das totale Standardverfahren und das muss man unbedingt drauf haben. Das heißt, wir notieren hier 5, also das y, soll rauskommen, wenn wir a mal 5 Quadrat plus 10 rechnen, weil nur dann haben wir die Parabel da. So, das können wir jetzt sehr einfach auflösen. Da haben wir 25a plus 10.
Und ja, jetzt müssen wir nur noch die 10 rüberstellen und durch 25 teilen. Das heißt, wir haben hier minus 5 ist gleich 25a und damit haben wir minus 5 25stel für das a und 5 25stel schreiben wir natürlich nicht, sondern stattdessen schreiben wir gekürzt ein Fünftel oder 0,2. Das ist minus, ist es auch logisch, weil die Parabel ist ja nach unten geöffnet, das sehen wir sofort. Und jetzt haben wir unseren Gesamtterm, also f von x ist gleich minus 0,2 x Quadrat plus 10. Fertig. Wenn ihr Fragen habt, sagt sie mir unbedingt, weil das wäre wirklich, wirklich wichtig, dass ihr verstanden habt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr es jetzt verstanden habt und ja, dass ihr den B-Teil der Aufgabe selber bekommt, weil hier geht es ja nur um die Nullstellenbestimmung. Viel Erfolg, wir sehen uns wahrscheinlich nochmal bei einer späteren Aufgabe, die wirklich sehr, sehr schwer ist. Genau, bis dann.